Na gut, wir haben jetzt schon 10. Wir könnten also insgesamt 6 Türme bauen. Was mit denen da? Du brauchst Raw Ruby. Rubies bekommen wir recht häufig. Vor allem bekommen wir die auch, wenn wir weiter umbringen. Ich würde gerne mal einen davon bauen. Also stellen wir die mal alle um. Oh, seid noch am Arbeiten? Ja. Also, wir müssen eh zu Erz 1. Ich habe es schon wieder verdrängt. Wir lassen das jetzt hier durcharbeiten. Nehmen das denn nachher alles raus und stellen mal alles auf Ruby um. Und gucken, wie stark denn der mittlere Rubinturm ist. Der da. Den besten will ich nicht bauen, wegen diesem explosionsartigen Anspruch. Oh, du brauchst ja keine roten. Vielleicht bauen wir auch den. Das muss ich mal gucken. Der braucht nur doppelt so viele Rubies wie der hier davor. Und nicht dieses 15-fache wie hier. Ja, so oder so. Edelsteine weg, weg. Die ruhig da unten reinpacken. So. Und dann gucken wir mal, ob die Bahn gerade da ist und fahren damit nach oben. Ja, Bahn ist da. Ich würde gerne vorne einsteigen. So. Ja, ist leer. Das ist kein gutes Zeichen. Wir werden noch von den Robotern befüllt. Das ist sehr gut. Treibstoff ist auch genug da. So. Kann ich irgendwas Produktives tun in der Zwischenzeit? Oh, MK2-Batterien. Ja, 20 blaue Chips. Nee. Und wie ist das so schnell Nacht geworden? Achso. Es war. Oh, da ist ein Angriff. Irgendwas ist da. Und es ist nicht plötzlich Nacht geworden. Ich bin nur aus der Basis rausgefahren, weil die Basis ist taghell, dank der Neonlampen. Das vergesse ich immer wieder. Und ihr habt alle keinen Strom. Warum habt ihr alle keinen Strom? Oh nein, ich hab... Ja, natürlich, weil ich jetzt seit 10 Folgen oder so nicht mehr Fuel Blocks hier oben hingeschmissen habe. Gut, du kriegst Holz. Ich holz mal ein bisschen was ab. So. Ihr da oben bekommt Fuel Blocks. Halb, halb. Du bekommst noch mehr davon. In der Hoffnung, dass die dann genug Strom produzieren, damit der da genug Strom produziert, damit Wasser kommen kann, damit er da hinten arbeiten kann. Ich brauche mehr Holz. Oh, oh. Peinlich. So, und du auch noch mehr Holz. Du da oben mehr davon. Du hattest noch welche? Was zur Hölle? So. Die paar Akkus füllen sich. Ja, okay. Also. Oh, du bist auch alle. Gut. Du bist auch alle. Das ist nicht gut. Also so oder so, die Basis ist bald leer. Und wir können da auch nichts mehr umstellen. Wir haben schon alles so hingestellt, dass es am Ende alles leer ist. Du kannst auch weg. Trotzdem sollte ich jetzt wieder nach unten. Bahn ist gerade weg, warte ich noch die Bahn. Gleich nach unten Fuelblocks holen, dass wir genug Fuelblocks hier haben, bis das ganze Erzteil abgebaut wurde. Und ich setze die ganzen mal hier mit hin, damit wir nachher 25 Roboter haben, um die gesamte Basis abzubauen. Das wird auch noch ein Spaß. Die gesamte Basis abzubauen, samt Bahnhof und allem, und dann hier hinten wieder aufzubauen. Wobei ich wahrscheinlich das Ding da und das da oben zu einer Basis machen werde. Was tierisch viele Mauern brauchen wird. Und richtig, richtig viele Lasertürme. Aber wir haben ja schon so 68 davon auf Tasche. Das macht das Ganze ein bisschen praktischer. So, und jetzt kommt ein bisschen Eisen unten an. 300 hier, 180 da, 335 da. Nicht viel. Echt nicht viel. Und da sind Beißer. Und die Verteidigung hier ist ja echt mausig gerade. Geh mal raus. Lasertürme. So. Hatte ich die hier weggenommen, die Türme? Oder habe ich die gar nicht erst hingesetzt? So, sieht schon mal einen Ticken besser aus.
Gerade hier beim Bahnhof ist es echt zu gefährlich. Na gut, Eisen, 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 Fuel Blocks. Fuel Blocks hier, gib mir alle und Bahn, 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 Bahn. Weg ist die Bahn. Na gut, ich überlege gerade, was ich am effektivsten mache. Also ich habe jetzt hier die ganzen Sachen noch dabei für die nächste Basis quasi. Also für das da. Also den Roboport zum Beispiel und Mauern und ganz viele Lasertürme und so weiter. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich warten, bis die Bahn gleich wieder unten ist, dann nach oben fahren, die ganzen Fuel-Blocks schon mal hier reinhauen, dass das Ding noch so, keine Ahnung, 6 Folgen, dann ist es leer vielleicht, arbeitet. Und währenddessen fange ich hier schon an, das Ding aufzubauen. Ja, wobei, dafür bräuchte ich schon mal die ganzen Steam-Engines und all sowas. Gib mir mal das da und sag mir, was dir fehlt. Eisen. Oh, Bagger. Ja, gut. Lalala. So. Also ich hätte gerne 3 von den Steam Engine. Ich hätte gerne eine ganz normale Pumpe. Und ich würde gerne mit nach oben fahren. Achso, und ich habe wieder keinen Platz dafür für den ganzen Kram, ne? Hier. Nee, nee, nee. Z, so. Z. Z, 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 Z. Warum geht's nicht? Z, so. Was baust du da? Also die ganzen Zwischenschritte. Nein. Jetzt verteile ich die Zwischenschritte auf der ganzen Bahnstrecke. Z, 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 Z. Ich kann gerne keinen Stack wegschmeißen. Das kann ich wegschmeißen. Z. 2 haben wir. Gut, den haben wir auch. Ja. Gut. Wenn die Fuel Blocks gleich weg sind, passt das schon auch wieder. Gib mir da oben die Boiler. Genau, ihr. Die unteren sind die wichtigen. Damit der obere nämlich überhaupt Strom bekommt. So. Ganz viel. Ganz viel. Überall. Blocks. Das müsste jetzt reichen, bis das Ding leer ist. Okay. Jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. Bau bitte ein drittes davon. Bau danach bitte MK3 Akkus. Bau bitte ganz viele Rohre. Bau bitte ein paar Untergrundrohre. Bau danach noch mehr normale Rohre. Und damit müssten wir jetzt eigentlich schon die Grundlage haben, oder? Oh, Rubine. Also die Grundlage für die nächste Basis. So. Also ich laufe jetzt einfach da zu den Eisenfeldern hin und setze in die Mitte. Oh, wir haben kein Wasser. Das ist interessant. Da kann ich zum ersten Mal dieses Sprengding benutzen. Wo ist das Sprengding? Bigger Landfill? Nein. Concrete Pavement? Nein. Das sah sehr komisch aus. Braucht recht viele Ressourcen. Da könnte man ein Wasserloch machen. Das da. Braucht Wasser? Oh, das baut man in der Fabrik. Ja, okay. Planänderung. Ich gehe hier rüber, baue hier hinten eine Fabrik auf. Da. Baue dann mit der Fabrik diese Wasserbombe. Und gehe dann da hinten hin. So. Zu, zu, zu. So, Wasser kommt da hinten raus. Ja, wir brauchen sauberes Wasser dafür wahrscheinlich, ne? Bombending. Brauch. Sauberes Wasser, okay. Also da oben müssten wir das abzwacken. Es wird eng. Ja, doch, hier hinten. Wie komme ich da jetzt hin? Okay, darum, 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 darum. Und hier irgendwo die Fabrik hinstellen. Ich würde auch gerne wieder rauskommen. So.
Kein Strom, das kriegen wir hin. Einfach da einen Strommast hin. Dann hätten wir gerne Rohre. Das war ein unpassender Platz für den Strommast. So. Unterirdisches Rohr dahin, dass ich hier später auch noch durchlaufen kann. Da wieder raus. Da wieder hin. Und du baust jetzt bitte komisches Bombending. Du kriegst Stahl, du kriegst rote Engines. Oh Gott, Explosivzeug. Wie viele blaue Chips brauchst du? Ein. Ja, so. Wasser kommt rein. Explosives. Kann ich die irgendwie selber herstellen? Nee, ne? Ich glaube, da brauche ich Schwefelsäure für oder Kohle. Brauch Wasser. Wird in der Chemiefabrik gemacht. Wasser und Schwefel. Das heißt, ich bräuchte jetzt einen Schwefel. Das gönnt mich doch mal. Okay, ich laufe wieder runter. Warte mal, ich lasse mal die ganzen Mauern hier. Die sind eh für drüben. Genauso wie die Fließbänder. Die Schienen und der Roboport und die Sachen. So. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Ist der Zug da? Ja, komm, schnell, 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 schnell. Rein. So. Wir fahren jetzt im Zug nach unten. Schnappen uns denn eine Handvoll Schwefel. Es müsste eigentlich genug da sein. Schnappen uns eine Handvoll Schwefel. Fahren dann wieder nach oben. Nee. Wir schnappen uns eine Handvoll Schwefel, stellen vor Ort daraus Explosives her. Eventuell machen wir da sogar eine Automatisierung draus, falls wir nochmal für irgendwas Explosives brauchen oder nochmal irgendwo ein Wasserloch sprengen müssen. Eben mal schön langfristig denken. Also eine kleine Automatisierung dafür. Raus. Dann gehen wir nach oben und dann machen wir die ganze Geschichte da. So, also ich brauche dann eine Chemiefabrik. Oh, ich brauche Eisen. Klauen wir uns mal hier. Zack, zack. Zack, zack. So. Chemiefabrik ist fertig. Okay. Schwefel. Schwefel wäre hier hinten. Hat einen recht guten Überschuss an Schwefel. Dann nimm doch mal die Fabrik, die ich noch nicht gebaut habe. Da. Die Fabrik setzen wir einfach hier hin. Wir klauen uns von da unten Schwefel. So. Ja. Und dann kommt daneben ein Ärmchen und eine Kiste und dann wird da das Explosive reingetan. Was? Oh, genau, warte mal, wir brauchen noch Wasser, ne? Für die Explosive-Geschichte. Da. Ja, sauberes Wasser. Sauberes Wasser kriegen wir hier raus. Da. Hihihi. Ja, ja, das kriegen wir alles sehr schön hin. Okay. Du. Da stell... Ah ne, es sollte keine Fabrik sein, sondern eine Chemiefabrik. Ja... So. Und Kohle. Kohle ist hier unten. Gib mal 50 Stück davon erstmal. So. Das Ganze kommt dann hier hinten in die Kiste rein. Und wir haben keine Gib mir und Dankeschön Kisten mehr. Bauen wir davon zwei und davon zwei. Und dann setzen wir hier eine Gib mir Kiste, die wir so einstellen, dass sie auch 100 Kohle bekommt. Und das Ding beschränken wir dann einfach auf zwei Stacks und dann ist gut. Dann haben wir immer zwei Stacks Explosives. Für unseren aktuellen Fall, wie viele Explosives brauchen wir? 24. Yay. Okay. Wir brauchen also mehr Kohle. Wir schalten dich mal kurz aus. Wir haben anscheinend eh mehr als genug Plastik. Also kriegst du da... Was? Achso, da unten. Da. Ganz viel Kohle für dich. Bitteschön. Kiste fertig? Kiste fertig. Gib mir... Kohle... 100 Stück. Tu das da rein. Wir könnten aus der Kiste hier eine Bitschön-Kiste machen, sodass die Roboter, falls irgendwo Bedarf an Explosives besteht, das befriedigen könnten. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo. Gerade
Granaten brauchen das nicht. Raketen. Ja. Also, wenn wir später eine Massenproduktion Raketen anwerfen wollen, dann könnte ich das machen, aber nee, das sehe ich nicht so wirklich kommen. Momentan jedenfalls nicht. So, 22, zwei Stück fehlen noch. Hier ist Bimodule. Chop, chop. So, dankeschön.